Bei diesen Bildern haben Sie sicherlich schon längst bemerkt, um welche Stadt es sich handelt. Genau, herzlich willkommen in Dresden. Mein Name ist Carola Knipping und ich bin eine von vielen Gästeführern in dieser wunderschönen Stadt. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich haben die Lizenz, Sie auf Ihrem Besuch hier in dieser Stadt zu begleiten. Gerne hier unten an der Elbe, zu Fuß, mit dem Rad oder in einem Museum. Sprechen Sie uns doch einfach an. Ganz andere Anblicke bekommen alle Gäste, die mit mir hier in der Dresdner Neustadt unterwegs sind. Hier im Hof der Elemente, da bin ich, Annette Orzeszek, ein lizenzierter Guide in Dresden und Umgebung, ganz in meinem Element. Spüren Sie mit mir diesen verwundenen Regenfallrohren alias Trompeten nach oder suchen den Fluss des Lebens eingelegt in farbigen Keramikfliesen. Kommen Sie nach Dresden, ich freue mich auf Sie. Das ist Lebensfreude, ein Moment des Innehaltens. Hier inmitten der drei Elbschlösser, bei einem Glas sächsischen Wein. Mein Name ist Christina Kaden, sehr zum Wohl. Dabei streift unser Blick über die Weide des grünen Elbtals, bis ins barocke Herz von Elbflorenz, dort wo schon August der Starke seinen Genüssen frönte, nur er liebte es üppiger. Wir Gästeführer berichten Ihnen dies gern und haben so manch andere Geschichte zu erzählen. Und noch heute erfreuen uns die fantastischen Genüsse, die August der Starke hier im Dresdner Zwinger hat in Stein meißeln lassen. Rauschende Feste, prachtvolle Sammlungen und pikante Geschichten. Unser Kurfürst hatte ein Händchen für alles Reizvolle. Und davon hat er uns richtig viel hinterlassen. Mein Name ist Bettina Schöne. Lassen Sie sich von uns Gästeführern und Gästeführerinnen mitnehmen in die faszinierende Geschichte unserer Stadt.